Der Sommer hat zwar gefühlt gerade erst begonnen, aber der Herbst steht schon vor der Tür. Das bedeutet für uns kuschelige Pullover, warme Decken und sehr viel Tee. Dieser ist auf die verschiedensten Arten und Weisen gut für uns. Sei es für unsere allgemeine Gesundheit, unser Immunsystem oder wenn wir uns mal wieder eine fiese Erkältung eingefangen haben sollten. Viel Tee bedeutet aber auch viele Teebeutel und demnach viel Müll. Gut, das mit dem Müll lässt sich nicht vermeiden, aber für gebrauchte Teebeutel gibt es noch überraschend viele Verwendungsmöglichkeiten. An die meisten davon habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gedacht. Welche das sind, erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Nummer 1. Geruchskiller. Muffige Schuhe oder Kühlschränke riechen nach einer Behandlung mit getrockneten Teebeuteln wieder recht neutral. Dazu eignen sich besonders Teebeutel mit Pfefferminztee oder Melissentee. Den trockenen Teebeutel in die Schuhe oder in den Kühlschrank legen, einige Stunden liegen lassen und die Feuchtigkeit wird dabei aufgesaugt. Danach riechen sowohl das Küchengerät als auch die Schuhe wieder komplett neutral. Und das ohne teure Deos. Nummer 2. Badezusatz. Vielen Kräutern werden heilende, entgiftende oder zumindest wohltuende Wirkungen nachgesagt. Nebenbei riechen sie dank der enthaltenen ätherischen Öle in der Regel auch ziemlich gut. Das macht Bio-Kräutertee zu einem wertvollen Badezusatz. Nach einer kurzen Ziehzeit von 3-4 Beuteln im einlaufenden Wasser kann der Beauty-Badespaß beginnen. Ein Salbeibad wirkt beispielsweise schweißhemmend, Melisse hilft bei Schlafstörungen, grüner Tee sorgt für einen Energiekick und Thymian wirkt krampflösend bei Menstruationsbeschwerden. Nummer 3. Juckreiz lindern. Die im Schwarztee enthaltenen Tannine lindern leichte Hautreizungen, speziell bei Sonnenbrand, Rötungen oder juckenden Stellen. Die antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung des Stoffs funktioniert sogar so gut, dass er für teure Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetika extrahiert wird. Unserer Meinung nach komplett unnötig, solange wir den Tee im 50er-Pack ziemlich günstig im Laden bekommen. Dieser Trick erweist sich besonders häufig beim Campen als nützlich, wenn zwar Teebeutel zur Hand sind, aber kein kühlendes Gel. In dem Fall einfach einen nasskalten Beutel auf die betroffene Stelle drücken. Nummer 4. Optischer Wachmacher. Noch ein Nutzen des pflanzlichen Gerbstoffs Tannin. Er macht uns, zumindest optisch, wacher. Nach einer durchgeackerten Nacht hilft der Stoff, die Schwellung der Augen zu verringern. Dazu einfach einen feuchten Teebeutel kurz ins Eisfach legen und im Anschluss einige Minuten auf den Augen seine Wirkung entfalten lassen. Das Tannin im zuvor aufgebrühten Getränk ruft ebenfalls einige unserer Lebensgeister wieder hervor. Nummer 5. Neuer Glanz für Leder. Feuchte Schwarzteebeutel sind ein großartiges und gleichzeitig extrem günstiges Pflegemittel für dunkles Glattleder. Dafür einfach alle Bereiche mit mehreren nassen Beuteln kräftig einreiben und mit einem trockenen, weichen Tuch nachpolieren. Danach strahlen Lederschuhe oder auch Möbel wieder in altem Glanz. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.